Entschuldige bitte. Ich habe ein Geräusch gehört und da dachte ich... Ja, ja, Papa, schon klar. Kannst du auch nicht schlafen? Ich probiere es mit heißer Milch mit Honig. Lisa. Bingo. Ja, dann mal rein hier. Und jetzt konzentrieren wir uns nur noch auf die Anatomie. Also manchmal habe ich wirklich das Gefühl, du nimmst deine Anatomie. Also wenn du ganz schön ernst. Ich nutze die Gelegenheit. Ach so. Außerdem lernt man Anatomie in der Praxis viel besser. Bist du denn ganz sicher, dass du schon wieder fit genug bist? Ja, ganz sicher. Wir schaffen das auch ohne Ansgar. Ja, wie du meinst. Aber eine Gästeliste zusammenzustellen ohne den Bräutigam. Wenn Sie möchten, könnte ich gerne die wichtigsten Adressen von Ansgars Geschäftspartnern heraussuchen. Danke, ja. Wir kommen schon zurecht. Das ist nicht die erste Hochzeit auf Königsbrunn, die ich organisiere. Entschuldigung, ich wollte mich in keinem Falle aufdrängen. Sie hat es doch nur nett gemeint. Die Hochzeit meiner Nichte organisiere ich persönlich. Sarah ist ja noch gar nicht auf der Liste. Meinst du nicht, der Graf hätte was dagegen? Johannes wird sich freuen. Abgesehen davon ist Sarah meine Cousine. Ich lade sie selbstverständlich ein. Ein paar von Ansgars Geschäftsfreunden fehlen tatsächlich noch. Vielleicht sollten wir doch Frau Brandners Angebot annehmen. Wir müssen die Liste sowieso noch mal mit Ansgar durchgehen. Irgendwann wird er wohl Zeit dafür finden. Er hat im Moment sehr viel in der Holding zu tun. Ach, und das ist wichtiger als seine eigene Hochzeit. Du kennst meine Meinung, Nathalie. Ansgar wird sich nie ändern. Und vielleicht solltest du dir das noch mal gut überlegen, ob du dir eine Ehe mit ihm wirklich antun möchtest. Du rechnest schon mit Pauls Rückkehr? Wieso? Wer soll denn die ganze Milch trinken, die du kaufst? Gewohnheit. Um Paul mache ich mir erst Gedanken, wenn Alex endlich wieder gefasst ist. Aber du hältst dich sehr tapfer. Es muss ja eine Riesenbelastung für dich sein. Naja, ich will nicht, dass Papa irgendwas passiert. Aber gleichzeitig habe ich total Angst, dass er mich nach Argentinien verschleppt oder einem von uns wieder etwas antut. Und die Polizei weiß nichts Neues? Sie haben immer noch keine Spur von Alex. Aber er wird es nicht wagen, hierher zu kommen. Die Polizei fährt hier ständig Streife. Ich muss noch mal raus. Jetzt noch? Ja, in die Schule, der Infoabend zur Oberstufe. Das ist echt wichtig. Soll ich mich denn einschließen, bis Alex gefasst ist?
Den gesamten Europabereich müssen wir uns auch noch mal anschauen. Ja, ich fürchte, Degenhardt bieten wir dort auch reichlich Angriffsfläche. Ja. Hallo. Hallo, Nathalie. Hast du deinen Verlobten schon auf die Vermisstenliste gesetzt? Noch nicht ganz. Müsst ihr denn noch lange arbeiten? Ach, Elisabeth fragt sich auch schon, wo ich bleibe. Ich kann hier erst Schluss machen, wenn ich mir genau das Bild der Lage gemacht habe. Vergiss nicht, mein Junge. Du hast doch noch ein Privatleben. Ja, mein alter Herr hat selbstverständlich recht. Meine Hochzeit hätte ich heute schon beinahe vergessen. Beinahe. Ja, es tut mir leid mit unserer Verabredung heute, aber du siehst ja, was hier los ist. Konntest du dich denn mit diesem Wedding-Planner schon auf irgendwas einigen? Ohne dich? Ich vertraue dir, du hast selbstverständlich freie Hand. Ansgar, ich möchte unsere Hochzeit mit dir zusammen planen. Ich weiß, du machst dir große Sorgen um die Holding und deswegen würde ich dir gerne einen Vorschlag machen. Sollen wir unsere Hochzeit verschieben, bis du den Kopf wieder frei hast? Und du bist sicher, dass du im Auto auf mich warten willst? Das dauert bestimmt 1,5 Stunden. Kein Problem. Jetzt echt? Ja, ich werde mich schon nicht langweilen. Beeil dich. Hast dir ganz schön Zeit gelassen. Ja, das tut mir leid, dass du dich gelangweilt hast. Nennst du das Schmiere stehen? Hey! Du wolltest mich warnen. Leonard hätte mich fast erwischt. Warst du nicht längst weg? Von wegen. Wo warst du denn überhaupt? Ich dachte, es kommt sowieso keiner mehr. Dann habe ich mir einfach ein bisschen das Schloss angesehen. Na toll! Als ich zurückkam, waren die im Zimmer auch schon zugange. Super, du warst mir echt eine große Hilfe. Unterlagen hast du doch trotzdem bekommen, oder? Siehst du doch. Und jetzt verzieh dich lieber. So wird das nie was. Vielen Dank. Genau der Kommentar hat mir jetzt noch gefehlt. Geh mal her. Eine meiner leichtesten Übungen. Na? Ja, ist gar nicht so schlecht. Nicht so schlecht? Nicht mal dein Bruder würde merken, dass es nicht seine eigene ist. Wetten damit, überzeugst du jede Lehrerin? Die Aselmeier ist zwar ein harter Fall, aber... Susanne, ich bin's doch nur. Warum erschreckst du mich denn so? Entschuldige, was machst du denn hier? Ich warte auf Lisa. Und ich habe die ganze Zeit das Gefühl, irgendjemand beobachtet mich. Dein Ex-Mann? Also ich kann dich beruhigen, ich habe weit und breit niemanden gesehen. Ich bin schon total runter mit den Nerven. Hoffentlich erwischen die Polizei bald. Sky is
Hannes, ihr seid wirklich das Wichtigste in meinem Leben. Sicher. Noch vor deinem Laptop, ja? Hey, ich mein's ernst. Dass du mich überhaupt noch heiraten willst, nachdem ich fast alles falsch gemacht habe. Manchmal glaube ich wirklich, ich habe dich gar nicht verdient. Deswegen will ich die Hochzeit auch so schnell, wie es geht. Und daran wird mich weder Tanja noch dieser blöde Adrian Degenhardt hindern. Ich kann's auch kaum erwarten. Sag mal, hast du dir eigentlich schon Gedanken über unsere Trauzeugen gemacht? Ehrlich gesagt, wäre es okay, wenn ich Gregor frage? Ja, okay, habe ich mir schon gedacht. Nein, das ist ja auch okay. Er ist halt mein bester Freund. Ja, schön. Ich meine, wenn es wichtig ist für dich, dann... Ja, er war ja auch mal mein bester Freund. Also, eigentlich haben wir auch alles geklärt, was mal zwischen uns problematisch war. Ich könnte mir halt nur vorstellen, dass Carla auf den Job als seine Trauzeugin spekuliert hat. Ich hoffe, dass sie nicht sauer ist. Vielen Dank. Kein Problem. Lag ja fast auf meinem Weg. Wie, du willst schon wieder gehen? Warum bist du dann überhaupt mitgekommen? Genau. Ich wollte dir doch noch das Neueste von Carla berichten. Ja, klar, klar. Hat sie ein neues Ultraschallfoto geschickt? Nein. Ihr wisst jetzt, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird, Lisa, oder? Es ist Zeit für dich. Hm? Immer wenn es spannend wird. Komm. Nacht. Nacht, Lisa. Entschuldige, dass ich nicht gleich geschaltet habe. Du willst sie nicht noch mehr beunruhigen, nehme ich an. Sie muss nicht mitbekommen, dass ihre Mutter auch schon das Zittern kriegt. Sie braucht jetzt dringend Halt. Ja, dann pass aber du auch besser auf dich auf. Alleine im Taxi zu warten, das war ziemlich leichtsinnig. Bei eurer letzten Begegnung hat Alex sich fast erschossen. Soll ich noch hierbleiben? Nein, danke. Am besten lege ich meine Nerven ganz schnell schlafen. Im Haus bin ich sicher. Die Polizei fährt hier ständig die Straße ab. Frau Asemeyer, guten Morgen. Konstantin, ich hoffe, Sie kommen nicht wieder mit leeren Händen. Nein, mein Attest. Wegen meiner Fehltage. Ach, ehrlich gesagt, damit hatte ich kaum noch gerechnet. Es tut mir leid, dass es so lange gedauert hat, aber wie Sie wissen, sind Krankenhausärzte ja chronisch überfordert. In Ordnung. Dann können wir uns eine Ordnungsmaßnahmenkonferenz tatsächlich sparen. Dann ist alles geklärt? Eines interessiert mich allerdings noch. Welche Krankheit hat Sie denn 6 Wochen lang am Schulbesuch gehindert? Steht das nicht auf dem Attest? Doch. Allerdings für Laien nicht erkennbar. Und ja, das geht mich auch nichts an. Entschuldigen Sie meine Neugier. Wollen wir noch kurz besprechen, wie Sie den versäumten Stoff am besten nachholen? Sehr gern. Guten Morgen, Ansgar. Morgen. Na, konnte Nathalie dich gestern Abend noch erweichen? Wie bitte? Na, endlich Feierabend zu machen und den restlichen Abend mit ihr zu verbringen. Ja, 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 natürlich. Wir sollten wirklich froh sein, dass unsere Frauen so viel Verständnis für unsere Arbeit aufbringen. Allerdings, strapazieren sollte man das auch nicht. Ja, ja, natürlich. Ist irgendwas? Nein. Vater, möchtest du vielleicht mein Trauzeuge werden? Bitte? Ja, also ich habe Nathalie noch nichts gesagt, aber ich könnte mir vorstellen, dass sich darüber freut. Nur Nathalie? Ja, schön, wir beide natürlich.
Guten Tag, hier ist Susanne Brandner. Könnte ich bitte Kommissarin Rolfes sprechen? Guten Tag, Frau Rolfes. Nein, Alex ist nicht aufgetaucht. Aber ich habe auch keine Ruhe. Könnten Sie vielleicht einen Kontakt für mich herstellen? Ja, mit dem Arzt, der Alex in der Psychiatrie behandelt hat. Ja. Und Sie sollten mit jedem Fachlehrer einen detaillierten Nachholplan ausarbeiten. Sicher. Vor allem im Hinblick auf die verpassten Klausuren. Dafür müssen wir natürlich Nachschreibtermine finden. Sonst fehlen Ihnen die Punkte fürs Abitur. Hallo. Frau Siebert. Sie wollen sicher Ihre Papiere abholen. Ja. Ich habe schon alles vorbereiten lassen. Lohnsteuerkarte, Versicherungsnachweis. Ich wünsche Ihnen dann noch alles Gute. Danke. Es betrifft mich zwar nicht mehr, aber Konstantin hat Ihnen eine glaubwürdige Begründung für sein Fehlen geliefert? Ein Attest des Krankenhauses. Wahrscheinlich aus der Klinik, in der sein Bruder arbeitet. Ein Arzt in der Familie erspart die Ehrenrunde, hm? Trauzeuge? Naja, klar, hätte ich gerne gemacht, aber für Carla verzichte ich gerne. Aber wer weiß, ob sie bis zu unserer Hochzeit überhaupt aus New York zurück ist. Trotzdem, Natalie, ich kann Ansgar verstehen. Schließlich war ich der Grund, warum eure Hochzeit damals geplatzt ist. Ja, ich weiß doch auch, wie hart es für ihn war, dass ich von dir schwanger war. Aber dass er mir verschwiegen hatte, selbst ein Kind mit Tanja zu bekommen, werfe ich ihm das vor? Aber wärst du begeistert, wenn Ansgar sie dir als Trauzeugin präsentieren würde? Oh, bloß nicht. Zum Glück besteht in der Hinsicht auch keine Gefahr. Nur wo kriege ich jetzt eine Trauzeugin her? Ich kann mir doch niemanden backen, der mir nahesteht. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind, Herr Dr. Abels. Ich bitte Sie. Als Psychiater ist es selbstverständlich, dass ich mich auch um die Angehörigen kümmere. Die wenigsten wissen, wie sie mit einem Schizophrenie-Patienten umgehen sollen. Und dieser Fall ist natürlich besonders extrem. Und was glauben Sie, hat Papa jetzt vor? Das ist schwer zu sagen. In den Therapiesitzungen hat er jedenfalls nie aggressiv gewirkt. Aggressivität ist unter Schizophrenie-Kranken die Ausnahme. Die meisten leiden sehr an sich selbst, vor allem an ihren Verfolgungsängsten. Er hat versucht, mich umzubringen. In seinen Erregungszuständen empfindet er seine Umwelt als extrem feindselig. Und er glaubt, Bedrohungen zu sehen, die gar nicht existieren. Er hat mich beschuldigt, ich wolle ihm Lisa wegnehmen. An seiner Tochter hängt er außerordentlich. In unseren Therapiesitzungen hat er immer wieder von ihr gesprochen. Von Ihnen und von seinem Zuhause in Argentinien. Er vermisst beides. Familienessen? Jetzt gleich? Im Schneiders. Perfekte Gelegenheit, meine neue Trauzeugin zu präsentieren. Ich meine, du kannst dir es auch noch mal überlegen. Nein, ich freue mich total. Na dann, los. Viel Spaß. Hallo, Leonard. Hi, alles klar? Hi, wir haben es leider eilig. Sag bloß, du hast es doch noch vermasselt. Ich nicht. Die blöde Siebert ist reingeplatzt und musste mir unbedingt eins reinwirken. Sie hat der Aselmeier gesteckt, dass das Attest ein Gefallen von Leonard sein könnte. Und eure Direx hat ihr sofort geglaubt? Sie hat sich bedeckt gehalten. Aber was ist denn, wenn sie im Krankenhaus noch mal nachfragt? Ach, hätte doch bestimmt Besseres zu tun, als wegen so einem Attest deinem Bruder hinterher zu laufen. Jetzt mach dir mal keine Sorgen. Beamte schlucken alles, was schriftlich ist. Hauptsache, es ist ein offizieller Stempel drauf. Hoffentlich. Sonst kann ich mein Abi vergessen. Ist doch toll für Sarah. Genau der richtige Schritt, um sie in die Familie zu integrieren. Naja, ihr Einstieg bei euch Lahnsteins ist ja auch alles andere als glücklich verlaufen. Ja, bisher hat sie sich leider nie wirklich dazugehörig gefühlt. Deshalb freue ich mich umso mehr. Oh, Sekunde. Frau Lahnstein? Guten Tag, Frau Aselmeier. Bitte? Ob ich Konstantin einen Attest ausgestellt habe? Frau Brandner, ich kann Ihnen jedenfalls versichern, dass Ihr Ex-Mann die Ereignisse auf Ihrer Hochzeit sehr bereut. Wenn Sie noch weitere Fragen haben oder Rat brauchen, rufen Sie mich jederzeit an. Vielen Dank, Herr Dr. Abels. Wiedersehen. Wiedersehen. Alex und bereuen? Schön wär's ja.
Das ist die Post von heute. Ja. Alex Schrift an Papa. Du machst ihn auf? Zu warten, bis Arno wieder zurück ist. Vielleicht ist da ein Hinweis drin, wo Alex steckt. Sag schon, was schreibt er? Er entschuldigt sich bei Papa, dass ihn auf der Hochzeit niedergeschossen hat. Dann hatte Dr. Abels wirklich recht. Vielleicht hättest du mich doch besser vorher ankündigen sollen. Du gehörst doch zur Familie. Hallo. Hallo. Ich hoffe, ihr wartet noch nicht zu lange. Keine Sorge, es ist noch niemand verhungert. Hallo zusammen. Guten Tag, Sarah. Ja, dann brauchen wir wohl noch einen Stuhl und ein Gedeck. Nathalie hat mich gebeten, mitzukommen. Ja, ich wollte euch meine neue Trauzeugin vorstellen. Wenn du damit einverstanden bist. Ja, warum nicht? Personal vom Altar. Guten Appetit noch. Sarah, jetzt war... Danke. Das war ja mal wieder allerunterste Schublade. Ich... Kannst du uns bitte mal den Tisch decken? Sofort, ich schicke ihm noch eine schnelle SMS. Darf ich gleich zu ihm? Bitte. Hast du immer noch Angst vor Papa? Der ist doch bestimmt schon längst in Argentinien. Na gut, aber ich fahre dich. Ach, das ging ja fix, Anni. Hey! Hallo, meine Prinzessin. Ich hatte dir doch versprochen, dass wir uns bald sehen. Papa,